Wo Inspektor Gamschuh arbeitet? Ja. Ich habe über den Schild nachgedacht. Warum ist der kaputt? Spielt das eine Rolle? Ich muss mich um Wichtigeres kümmern. Oh, sicher. Mir scheint so oder so nicht sonderlich viele Gedanken an den Preis zu verschwenden. Gestern war ein arbeitsreicher Tag für das Büro der Staatsanwaltschaft. Vielleicht sollten wir ihn noch weiter über gestern ausfragen. Wäre eine Idee. Targeted Verbrechens. Können Sie mir mehr über den gestrigen Tag berichten? Den Mordtag? Gestern war das jährliche große Reinemachen im Büro der Staatsanwaltschaft. Reinemachen? Zusammen mit dem Polizeirevier sortieren und verzeichnen wir alle Beweise gelöster Fälle. Wir nennen es den Beweismitteltransfer. Sie schaffen sich also alte Fälle vom Hals, heißt das. Oh, und andere Dinge. Im Polizeirevier wurde eine Zeremonie abgehalten. Es gibt einen Jahresrückblick und Auszeichnung für gute Polizisten und Staatsanwälte. Und da hat man ihnen den Schild verliehen. Ich war gestern Nachmittag im Revier. Ich kam um 17.12 Uhr zurück. Das ist sehr präzise. Leute wie ich und Herr Edgeworth sind stolz auf unsere Präzision, Herr Wright. Nein, ich vertraue meinem Gedächtnis nicht sonderlich. Ich vertraue nur auf solide Beweise. Parkschein zu Gerichtsakte hinzugefügt, meine Fresse. Das ist der Parkschein der Tiefgarage. Der Mord fand gegen 17.15 Uhr statt. Also geschah der Mord unmittelbar, nachdem sie zurückkamen. Was, Wright? Ich würde es schätzen, wenn Sie diesen misstrauischen Blick nicht auf mich richten. What the fuck? Entschuldigen Sie mich, aber ist Herr Edgeworth irgendwo in der Nähe? Ich bin Edgeworth. Was gibt es? Ich bin Sir auf Bitte des Chefs hier. Ich habe Ihren Bericht, Sir. Bericht? Was? Haben Sie im Fall gegen die Generalstaatsanwältin Sky neue Beweise gefunden? Das gefällt mir nicht, wie sich dieses Gespräch entwickelt. Sky? Nein. Kein Name dieser Art. Nicht in diesem Bericht. Ich glaube, gerade ist Edgeworth der Kragen geplatzt. Herr Edgeworths Kragen ist nicht sehr stabil, oder? Ich habe einen eindeutigen Antrag beim Polizeirevier gestellt, oder nicht? Das morgige Verfahren ist wichtig, also lassen Sie mich mit allem anderen in Ruhe. Sir, aber... Ich befolge nur Befehle. Man hat mir gesagt, ich solle Ihnen das hier bringen. Ich kannte die Einzelheiten Ihrer Ansprache nicht. Wie heißen Sie? Ja, Sir. Meekins, Sir. Wachtmeister Meekins. Gut, Wachtmeister Meekins. Nehmen Sie Ihren Bericht und verschwinden Sie. Und viel Glück mit Ihrer Gehaltserhöhung nächsten Monat. Jammer. Aber ich wusste es doch nicht. Armer Kerl. Sieht aus, als hätte er gefehlt, als Zieren und Glück ausgegeben wurde. Denn, ja. Und normales Aussehen. Right. Ja. Man hat mich unvorbereitet erwischt. Wie Sie sehen, bin ich beschäftigt. Sie dürfen sich jetzt entfernen. Wir sollten tun, was er sagt, Herr Wright. Was auf, er war ein Inspektor aus dem gleichen Revier wie dieser Polizist hier. Gehen Sie zum Polizeirevier. Dort können Sie weitere Fragen stellen. Aha, danke. Er scheint sich wieder etwas beruhigt zu haben. Tja. Jetzt dürfen wir natürlich zum Polizeirevier marschieren. 22. Februar, Polizeirevier, Eingang. Polizei. Uff, endlich sind wir da. Warum bringen Sie die Inspektoren so weit weg von der Staatsanwaltschaft unter? Wir brauchen fast 30 Minuten mit dem Taxi und der Verkehr war nicht mal so stark. Ich bin übrigens zum ersten Mal in einem Polizeirevier. Moment, was ist das? Hässlich. Mehr ist es nicht. Seltsam. Warum regt sie das so auf? Oh Moment, ich weiß das. Das ist der Blue Badger. Sie versuchen ihn zum Polizeimaskottchen zu machen. Wow, Herr Wright. Sie wissen viel über das Polizeirevier. Trotzdem, er kam mir irgendwie bekannt vor. Vergiss den Blue Badger. Wer ist das neben ihm? Jemand scheint mit dem Blue Badger zu tanzen. Oh, er hat mich bemerkt. Er kommt mir wirklich hierher gerannt. Hey Junge, was machen Sie denn hier? Das ist mein Spruch, Inspektor Gamschuh. Vor allem, warum haben Sie da drüben getanzt? Was? Nun ja. Tja, zumindest ist er nicht beschäftigt. Das ist unsere Chance auf Informationen. Hey, Sie müssen wissen, ich bin ein schwer beschäftigter Mann, Junge. Ja, klar. Das glaube ich jetzt sofort. Ich gebe Ihnen noch einen Tipp, Junge.
Sie sollten die Verteidigung in diesem Fall besser nicht übernehmen. Warum nicht? Ja? Tja, die Generalstaatsanwältin hat das Verbrechen gestanden. Sie sagte, sie hat den Inspektor in ihr Büro bestellt und ihn getötet. Aber was, wenn sie nicht die Wahrheit sagt? Ja, nun, nein. Komm schon, Kleine. Es gibt jede Menge Beweise gegen sie. Aber was, wenn diese Beweise gefälscht waren? Hey, Junge. Kann ich sie einen Moment sprechen? Ja, mich? Warum ist das kleine Mädchen so gereizt? Sie ist eine Verwandte der Angeklagten, Lana Skys Schwester. Was? Sie ist die kleine Schwester der Generalstaatsanwältin? Bitte untersuchen Sie diesen Fall sehr sorgfältig, okay? Wissenschaftlich. Jawohl. Oh, apropos. Sie sollten vielleicht etwas leiser sprechen. Man sollte sie nicht mit Worte wie gefälscht sagen hören. Ja? Das ist heutzutage ein heikles Thema. Aha. Also, was machen Sie hier, Inspektor Gamschow? Ich? Ach nun ja, nichts genau genommen. Sie haben mich aus der Kriminalabteilung gescheucht. Inspektor Gamschow, was haben Sie jetzt wieder angestellt? Was soll das heißen, jetzt wieder? Also, was ist passiert? Ich weiß, dass im Moment viel zu tun ist. Ich meine, mit dem Fall meiner Schwester und allem. Das ist wahr. Es hat noch nie ein Generalstaatsanwältin jemanden ermordet. Nur die hochrangigsten Leute lässt man im Moment in die Kriminalabteilung rein. Der niedrigste Rang da drin ist unser Oberinspektor. Die lassen keinen von uns einfach Inspektoren mehr da rein. Kein Inspektor? Ich weiß, dieser Fall ist wichtig, aber das ist schon etwas seltsam. Naja, auf jeden Fall dachte ich beende heute die Arbeit am Blue Badger. Gibt es nichts anderes zu tun? Der Polizeichef selbst leitet diese Untersuchung, Kleine. Und Wachtmeister Marshall wurde in die Tiefgarage geschickt. Wachtmeister Marshall? Wenn ich darüber nachdenke, scheint es mir, als kannte er immer diesen Marshall. Ein Streifenpolizist, der eine Tatort-Ermittlung leitet, das gab es noch nie, Junge. So, Präsentation, nee. Ausweis. Bam. Inspektor Gamschow, was können Sie mir hierzu sagen? Hä? Hey Junge, das ist ein Polizeiausweis. Wir können sie nicht einfach behalten, die müssen sie der Polizei geben. Leute wie Sie ziehen mich immer in diesen Ärger hinein. Was bedeutet, dass Inspektor Gamschow seinen Ausweis oft verliert? Schauen wir mal. Bruce Goodman. Goodman. Klingt vertraut. Nee, mein Fehler. Aber haben Sie nicht mit ihm in der Kriminalabteilung gearbeitet? Wow, jetzt erinnere ich mich. Bruce Goodman. Er ist das Opfer. Das dachte ich mir. Was können Sie uns sonst noch erzählen, Inspektor Gamschow? Bruce Goodman. Also, dieser Ausweis gehörte dem Opfer. Er war Inspektor, genau wie ich. Inspektor Bruce Goodman. Finden Sie das nicht auch seltsam? Ich meine, warum lag der Ausweis des Opfers auf dem Boden, wo wir ihn fanden? Nun, Inspektor Goodman sollte gestern im Revier sein. Es gab einen Transfer von Beweismitteln für einen Fall von vor 2 Jahren. Beweismitteltransfer. Herr Edgeworth hat das ebenfalls erwähnt. Aber Inspektor Goodman wurde beim Büro der Staatsanwaltschaft getötet. Tja, das ist die Sache. Schwer zu sagen, aber das heißt, dass die Generalstaatsanwältin ihn in die Tiefgarage bestellt hat. Und Lana hat zumindest das gestanden. Präsentieren. Erstmal so. Zack. Man fand ihn in Herrn Edgeworths Wagen, gestochen mit diesem Messer. Hui. Was hat Generalstaatsanwältin Sky zu so etwas getrieben? Oh, und hier, mit Betroffenheit, wird dieser Part geendet.